So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Eine neue Folge Rams ist Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben heute eine Flasche Kreuzbär. Was ist das denn? Das ist kein Bier, das ist Fassbrause mit Koffein. 21 Milligramm pro 100 Milliliter. Kreuzbär, guckt euch das an. Für Berliner Schnauzen steht da drauf. Auf dem Deckel ist auch ein Kreuzbär. Auf dem Etikett ist ein Kreuzbär. Und hinten steht noch drauf Kreuzbär. Alkoholfreies, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Kräutermalzgeschmack. Hergestellt für Kreuzbär UG. Haftungsbeschränkt. Bergmannstraße 17 in Berlin. Das werden wir jetzt mal aufmachen. Das ist nämlich vegan. Oh, für lange Kreuzberger Nächte, Kreuzbär als Longdrink mit Gin, Wodka oder Whisky. Der wurde mir mal zugeschickt, deswegen machen wir den jetzt mal auf mit diesem Flaschenöffner, exklusiv für Kreuzbären in der Kreuzbär Edition. Füllen das mal hier in dieses Berliner Luftglas. Wir nehmen mal 2 Zentiliter, damit ich später noch was zu trinken habe, ja. Das ist natürlich wieder mal nicht gekühlt, sodass man auch ja nicht den leckeren Geschmack hat, sondern einfach nur noch Schaum. Riecht ein bisschen muffig. Irgendwie ein bisschen wie Gingerbread Man. Kräutermalzgeschmack. Das ist ja mal so gar nicht meins, deswegen nehmen wir gleich nochmal 4 Zentiliter hinterher. Dass ihr das besser seht. Oh, jetzt habe ich mich, ich habe so Durst gehabt die ganze Zeit. Ich habe zu Pupsi gesagt, ich muss irgendwas testen. Habe mich für den Kreuzbär entschieden und habe es jetzt bereut. Also das ist was, in dem Moment, das schmeckt so, wie als würde ich es nicht nochmal trinken wollen. Ist mega süß, trotzdem mega muffig und schmeckt irgendwie halt wie irgendwelches süßes Zimtgebäckzeugs. Malznote, okay, aber das, diese Kräuter, die mit drin sind, weiß ich nicht. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal getrunken? Kreuzbär, Fassbrause mit Koffein. Kann ich nicht empfehlen, aber vielleicht liegt es nur daran, weil es so warm ist. Wenn ihr das kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. 2. war schon besser, ne?